Die erste Entscheidung in Igls bei der Tiroler Meisterschaft Einzel ist gefallen und ich habe die erste Gewinnerin bei mir, Valentina Strobel. Sie hat dieses Mal die Wertung der jungen Reiter gewonnen. Valentina, wie geht es dir jetzt? Ich bin sehr zufrieden mit meinen Leistungen und ich bin sehr froh, dass ich mir den Meistertitel wiederholen habe können, weil es für mich einfach Bestätigung für die Leistung vom ganzen Jahr ist. Wieder Meistertitel bedeutet, wie oft warst du schon Meisterin? Ich war im Jahr 2015 Jugendmeisterin und letztes Jahr habe ich die Junioren- und Young Rider gewonnen und heuer eben auch wieder. Welche Ziele hast du für das heurige Jahr noch? Ich will Tirol erfolgreich bei der Staatsmeisterschaft vertreten, so wie es unsere Springreiter auch schon vorgemacht haben. Und ich will einfach mit meinen Pferden gute Prüfungen ablegen. Dein Partnerpferd, die Cypria, kannst du uns noch kurz über sie etwas erzählen? Ja, ich habe die Cypria jetzt seit 2013. Ich bin mit ihr meine ersten M-Dressurprüfungen gegangen, habe mit ihr bei meinem zweiten internationalen Turnier eben einen Sieg einfahren können in der ganzen Juniorentour in Lambrechtshausen. Und sie ist für mich einfach eine super Partnerin, weil wir haben daheim Spaß, ohne Sattel, ohne Zaumzeug und am Turnier kämpft sie einfach für mich. Sehr fein. Das ist fein zu hören, dass man so einen tollen Partner im Sport hat. Ich wünsche dir noch viel Erfolg für deine weiteren Ziele und danke fürs Interview. Danke.